Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Captive, Folge 15. Ja, in der letzten Folge sind wir im Nether gewesen, haben dafür ein Achievement gekriegt, haben uns auch schon erfolgreich gegen die Pigments durchgesetzt. Die wollten uns irgendwie hauen, weil ich die auch gehauen habe. Und jetzt probiere ich, warte mal. Achievements. Jetzt kann ich, glaube ich, den Into Fire. Relieve a Blaze of its Rod. Das heißt, ich muss einem Blaze Rod ein Blaze Rod abnehmen. Warum sind die rot? Was ist das? The End, okay. Was ist das? Ein Widow müssen wir auch noch töten. Nee, das ist der. Okay. Leder, ja. Hätte ich auch gerne. So. Wir gucken jetzt, ob wir einen Blaze schaffen. Eine Blaze Farm gibt es da oben sozusagen. Es leckt ein bisschen. Wow. Oh, wir haben nichts zu essen dabei. Da kommst du mir genau richtig, Chicken. Warte mal. Lol, was ist denn unter der Kiste? Unter der Kiste ist irgendwas. Wir gucken mal, ob wir hier uns vielleicht unterirdisch durchbuddeln können. Können wir hier nämlich ein Spawner, wahrscheinlich ein Pigment Spawner, baue ich mal ab. So, jetzt bauen wir hier so eine kleine Mobfalle. So, das Problem könnte sein, dass die Pigments da auch reinfallen und dann haben wir wieder denselben Schlammmasse. Wie baue ich denn die? So. Hallo Pigments. Soll ich es wagen? Ich wag's. So, ich wollte da jetzt eigentlich einen Blaze fangen, aber irgendwie haben die keinen Bock drauf. Ui! Oh, die machen hier ein bisschen Tag. Haben wohl Bock auf eine Party. Wow, scheiße. Würdest du... Ah, danke. Ah, jetzt sind sie irgendwie aggro. Machen wir mal wieder zu. Ist hier inzwischen einer? Oh nein, da kommen die ganzen Pigments rein. Aber eigentlich, warte mal. Eigentlich ist es ja völlig egal, ob die Pigments uns mögen oder nicht. Ups, da nicht. Da nicht. Da muss zubleiben. Die gehen da total ab, die Blazes. Ich weiß gar nicht, worauf die schießen.
Andere Seite machen wir auch mal zu. So. Oh oh. Ah, hier lassen wir vielleicht auch mal. Machen wir mal noch ein bisschen zu, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir gleich die ultimative Mobfarm im Nether. Wenn man das so bezeichnen kann. So. Geht sterben. Ich will euch ja gar nicht. Da ist ein Blaze. Muss ich das nur noch aufsammeln? Dann sollte ich Achievement kriegen. Jawollo. So, die gehen da drüben immer noch richtig. Alter. Mach hier mal. Oh, das war so nicht geplant. Erstmal das rohe Chicken hier. Ah, davon kriege ich auch Hunger. Ist ja übel. Ey, die bombardieren da alles zu. Ist mir egal. Ich hab das, was ich wollte. Ich habe das Achievement gekriegt. Der ist nicht sauer auf mich. Ist ja komisch. Egal, bevor er doch noch sauer wird, verstecken wir uns lieber. So. Gut, gut. Also, ein Blaze haben wir auch. Scheiße, jetzt habe ich gerade aus Versehen eine falsche Taste erwischt und die Aufnahme beendet. Aber wir gehen gleich weiter. End. Ah, wie gehen das nochmal? War das nicht? Eine Enderperle haben wir. War das nicht? Entweder ist es so. Oder es ist so. Aha. Warum kriege ich ein Achievement? Locate the End. Ach so, Locate the End. Ja, das wissen wir doch, wo das ist. Ja, lol. Das End haben wir schon seit einer halben Ewigkeit gefunden und jetzt soll man zum End gehen. Lol, ist ja witzig. Das haben wir schon in der fünften Folge oder so gefunden. Oh, hier ist immer noch ein bisschen niedrig. Ah, hier wird's wieder gut. Ja. Irgendwo war doch auch nochmal. Ah, die Kiste braucht noch ein bisschen. So, den Raum hier haben wir eigentlich fast schon komplett discovered, ein bisschen freigelegt. So, jetzt hier, da ist das End. Und jetzt? Ah ne, noch nicht. Wir gucken auch nochmal hier, da war auch irgendwo nochmal. Da ist noch eine Kiste. Ich guck gerade nochmal, ob wir hier noch irgendwo Kisten haben. So, muss ich, wenn ich das jetzt da reinlege. Ja, toll. Passiert nichts. Aber das war ein bisschen ungeschickt von mir. Ich habe hier einfach ein Ding offen gelassen. Hauen wir meine Fackel noch hin. Ja, und jetzt? Ja, ich weiß, wo das End ist, aber muss ich hier jetzt alle Enderperlen reinpflanzen, dass ich das Achievement kriege?
Dafür müssten ja Endermen spawnen. Tun sie aber nicht. War nicht irgendwo noch mal eine Kiste, die wir erreichen können? Autsch! Immer schön neue Fackeln setzen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt, sind wir jetzt irgendwann an dem Punkt, bei dem wir den Hardened Clay oder die Clay-Geschichte da überall reinmachen müssen, dass wir weiterkommen. Wo war denn die eine Chest? Ne, ich glaube, die war auch zu weit weg. War nicht da noch eine? Ja, wir wissen halt nicht, was in den Chests drin ist, ja? Also es kann sein, dass in einer Chest ein Zuckerrohr ist. Und das bräuchte ich dann. Warte, da unten war auch noch eine. Nee, die, da, an die komme ich schon noch lange nicht. Hier war, glaube ich, noch irgendwo eine. Nein! Einen Block brauche ich noch. Hier unten ist nichts, aber da platzieren wir auch mal noch eine Fackel. Es kann natürlich sein, dass hier hinter den Wänden irgendwo noch eine Chest ist. Und wir wissen das gar nicht. Aber ich kann nicht hier jede Wand durchlöchern. In der Hoffnung, da eine Chest zu finden. Dahinter. Ne, da ist nichts. Okay. Okay, wenn da nichts ist, dann halt nicht. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Können wir uns vielleicht noch Schuhe machen? Richtig viel Eisen sogar. Ich könnte mich auch hier mal lang graben. Vielleicht finde ich wirklich noch was. Zuckerrohr brauchen wir vor allem. Sonst können wir den Enchantment Table gar nicht bauen. Okay, hier ist nichts. Hoch, hier geht's hoch. Wo geht's hoch? Hier geht's hoch. Lalalala. War hier noch was? Da ist Zuckerrohr. Da ist Eisen. Auch nichts Brauchbares. Was machen wir denn da? Wir gehen noch mal runter. Wir gucken, ob unten noch irgendwas. Vielleicht war ganz unten noch mal eine Chest. Weiß ich aber im Moment. Ah, hier waren wir schon. Weiß ich aber im Moment gar nicht. Den Hühnerschenkel haben wir dabei. Achso, an die sind wir nicht dran gekommen. Ja, wir gehen einfach mal runter.
Also ganz runter. Da waren ja auch noch Zombies, gell? Glaube ich. Ja, mach doch ruhig hier ein bisschen Platz. Dungeon Creeper. Aber hier ist auch nichts. Doch, da ist Eisen. Eisen können wir immer gebrauchen. Da waren wir schon, aber ganz unten war ich, glaube ich, nicht mehr. Hier war ich auch, aber eben wie gesagt, hier unten. Doch, hier war ich auch. Aber hier war ich nicht mehr. Jawohl. Moment. Hier Eisen, Kohle. Viel Spaß. Gucken wir mal runter. Vielleicht gab es da wirklich noch was? Auf jeden Fall könnten wir hier noch ein bisschen weiter ausleuchten. Oh oh, genau das wollte ich vermeiden. Genau deshalb wollte ich ausleuchten, Leute. Das ist der springende Punkt. Ups. Aber hier hat es auch keine Kisten mehr. Vielleicht weiter unten? Aber da sind wir ja bald schon am Bedrock. Sind wir schon am Bedrock. Okay. Hm. Oh, da ist noch mal so ein Halunke. Ja, ich denke, vielleicht müssen wir uns wirklich eine Monsterfalle bauen. Zum einen Zombies spawnen zu lassen, zum anderen auch. Ups. Ne, warte mal, das reicht gar nicht. Egal. Endermans. Ja, ohne Endermans kein Ende. Ist doch doof. Ist doch doof, was ich hier mache. Ich schaffe hier nur eine Plattform, auf der Zombies spawnen können. Wir machen das anders. Wir machen das einfach oben auf der, bei dem anderen Spawner. War ja irgendwo einer.
Hier nicht. Hier war es auch nicht. Kommt jetzt, glaube ich, gleich. Da auch nicht. Hier auch nicht. Aber... war das so weit weg? Hä? War das wirklich so weit oben? Hä? Das ist... ah ja, da ist er. Boah, da kommt gleich einer. Jetzt muss ich nur schnell sein und hier zu machen. Boah, scheiße. Wow, ging das schnell. Komm, put, 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 put. Das ging wirklich flott. Also, dass es so schnell geht, dass die Zombies hier spawnen, hätte ich nicht gedacht. Hat mich ein bisschen überrascht. Aber nur ein bisschen. So. Halb Mikrometer oder so. So, hier habe ich nicht zwei Blöcke hoch. Sollte ich tun. Komm schon. Ja, komm, 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 komm. Ich weiß gar nicht, ob damit wirklich die Endermans angelockt werden. Also wenn ich das mit, wenn ich da an Sky Factory denke, dann erinnere ich mich, dass da mega viele Zombies kamen, als wir die Monsterfalle gebaut haben.